gute Nachricht. Ich bekomme endlich den obersten Knopf meiner super engen Jeans zu. Schlechte Nachricht. Habe sie leider nicht an. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier bei Minecraft. Und ich muss halt schauen, dass ich gerade nicht übersteuere. Also der Pegel ist ziemlich weit am Anschlag. Vielleicht sollte ich meinen Popschutz ein bisschen weiter weg vom Mikro halten. Ja, ich habe auch... Gut, ich habe die Aufnahme angefangen. OBS ruckelt wieder. Vor der Aufnahme hat OBS mega geruckelt, also die Aufnahme. Und ich habe halt alles Mögliche versucht. OBS ein, aus und fertig. Mehr habe ich nicht gemacht. Ne, Spaß. Ich habe halt ein bisschen im Internet geguckt und so. Warum das sein könnte. Und da stand irgendwas mit, ich sollte vielleicht die Aufnahme an einer Aufnahme, also ich sollte Aufnahme und Spiel in getrennten Speicher platzieren. Also zum Beispiel im Datenträger C halt das Spiel und Datenträger D die Aufnahme. Ja, und das habe ich aber sowieso von Anfang an so gemacht. Und dann merke ich, dann bekomme ich so eine Anzeige, Akku fast leer. Mein Ladekabel war nicht angeschlossen. Und ich kenne ja meinen Laptop. Wenn mein Ladekabel nicht angeschlossen ist, dann ist es automatisch im Stromsparmodus. Und dann läuft alles so ein bisschen auf halber Leistung und dann kann sowas halt passieren. Ja, jetzt habe ich halbe Stunde verschwendet, weil ich mein Ladekabel nicht angeschlossen habe. Ja. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht übersteuere, ne? Weil der Pegel ist sehr nah. Ich habe in einer der Aufnahmen von letztens, habe ich halt aus Versehen übersteuert. Ja, das sollte mir nicht so oft passieren. Der Popschutz ist halt dazu da, dass man da beim P-Sound oder so, dass da kein Poppen zu hören ist. Deshalb nennt man das auch Popschutz. Aber gegen die Lautstärke. Dann sollte ich mir vielleicht ein anderes Mikro kaufen. Muss ich mal schauen. Ja, jedenfalls, ich habe die Musik ein bisschen lauter gedreht, weil in der letzten Aufnahme war die Musik kaum hörbar. Das hat mich ein bisschen geärgert. Da hat man meistens nur meine nervige Stimme gehört. Das hat mich dann richtig genervt, so, ne, die Aufnahme. Da tut ihr mir als Zuschauer sehr leid. So, ja, ich habe ein paar Themen so spontan vorbereitet. Ich wollte so über ein paar Animes reden, so über Fairy Tail und vielleicht Nanatsu no Taizai. Ist vielleicht nicht so ein bekannter Anime, ne? Ist jetzt nicht so, dass es noch von der letzten Aufnahme so übrig geblieben ist oder so, ne? Also, ne? Ja. Und ich hatte noch ein paar andere Themen während dem Duschen halt nachgedacht. Ich finde, beim Duschen kann man am besten nachdenken, so, ne? Also, falls ich das mal nicht erwähnt haben sollte. Hust. Ja. Und ich habe die jetzt, wo ich jetzt die Aufnahmen gestartet habe und jetzt alles läuft und so, habe ich es leider wieder vergessen. Ja. Toll. Ich hoffe, mir fällt es im Laufe dieser Aufnahme wieder ein. Gut, dann, der Mond geht auf, die Sonne geht unter, der Himmel wird blau, dunkelblau, die Monster kommen raus und ich gehe schlafen, weil ich habe keine Lust, die Aufnahme so mit Monstern anzufangen. Dann ist ja schon meine halbe Energie weg. Wenn ich mal hier, darf ich mal hier drauf? Danke. So. Es werde Tag. So, dann, ja. Ich habe so einiges geplant für heute. Und zwar nichts. Nein. Ich wollte eigentlich die Monsterfalle bauen. Aber dann habe ich mir so gedacht, ne? So wie ich das eigentlich bauen will. Ich habe mir halt gedacht, ich baue so ein Haus. So eine Art Ziegelsteinhaus, ne? Ungefähr in dieser Größe, ne, vielleicht halber Größe wie dieses Haus hier. Und da baue ich sehr tief rein in die Erde. Also, und Höhle ist ziemlich
weit aus? Ungefähr die Fläche von. Vielleicht von diesem Haus hier. So eine Quadratfläche, ne? Von dem Grundstück da. Und dann platziere ich in der Luft so ein paar Erdblöcke, weil die Monster spawnen ja auf Erde, ne? Und zwar relativ weit oben. Und wenn die runterfallen, sterben die ja da. Und dann wollte ich das durch so. Wie heißen die Dinger? Durch Trichter, glaube ich, ne? Durch Trichter die Items halt in eine Truhe nehmen und dann, wenn wir da hinlaufen, können wir es dann halt abholen. Das Problem ist, ich weiß erstens nicht, ob das Ganze funktioniert. Und zweitens weiß ich nicht, ob man hier Trichter craften kann. Bei Vanilla Minecraft. Ich habe ja noch keine Mods drauf. Das heißt, ich bin auf die Items hier angewiesen. Cauldron, das ist, glaube ich, wieder eine, so eine Art Karre. Oder so eine Art Gefäß. Trichter. Ja, wie es aussieht, kann man keine Trichter craften. Da weiß ich nicht, wie ich die Sachen in den Eimer bekommen soll. Ich könnte auch theoretisch so eine Art Wasserleitung machen bis hierhin. Ne? Und dann tief unten, wegen die Wasserleitung muss ja immer so ein bisschen runtergehen, ne? So Block für Block. Und dann muss die Leitung ja bis zum Haus führen oder bis zum Lagerhaus. Und dann kann ich das halt im Lagerhaus abholen. Aber das Problem ist wieder die ganze Arbeit und wenn das Ganze nicht funktionieren sollte, dann ist es auch eine ziemliche Zeitverschwendung. Deshalb überlege ich gerade, ob ich das wirklich so machen soll. So, wir haben ein paar Kühe, ne? Da kann ich ja hier. So. 1, 2, 3 Kühe. Ne, 4 sogar. Oh, ho, ho, geh zu. Auf der 4. So. Dann. Liebe machen. Ne, ihr beiden kriegt nicht. Das wäre ja Pädophilie. Das. Oh. Ich hätte noch den Weizen in der Hand, dann werden die mir nachlaufen. So, ich wollte heute noch ein paar Schilder anbringen, ne? Vielleicht Schweine und Schafe und so umziehen, einen Hühnerfarm anlegen, ein paar Bäume platzieren. Die Birkenbäume müssten auch schon gewachsen sein. Sind die schon gewachsen? Und so ein Haus bauen, ne? So dieses Dorf zu Ende bauen. Wow, ein Baum. Wow, und was machst du? Der 5. So, dann hier. Hier kannst du wahrscheinlich besser bauen. Ah, hier ein zweiter Baum. So. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Und zwar haben wir Holz. Haben wir nicht. Haben wir Holz im Lagerhaus. Dann würde ich erstmal mit den Schildern anfangen, ne? Wenn es geht, würde ich auch gerne so dieses Drachenmodell bauen. Ne? Am besten. Na, dazu. Ihr kennt ja Naruto, ne? Also Naruto ist gerade nicht unbekannt. Und für die Leute, die Naruto halt nur kennen, aber nicht gesehen haben. Eigentlich weiß ich gar nicht, was das Unterschied ist, ne? Also ein Freund von mir hat gemeint, man kann erst von Ken reden, wenn man die Folgen halt gesehen hat, ja, dann kennt man halt die Serie sozusagen. Aber was ist, wenn man nur den Namen kennt, sozusagen, also nur den Namen weiß, aber nicht die Folgen gesehen hat, kann man dann auch von Ken reden? Eigentlich ja schon, man kennt ja den Namen, also, ne?
Man kennt nicht den Namen, Folgen, aber man kennt den Namen. Also ich weiß nicht, wann man da von Ken redet und wann man von Wissen, aber ja. Egal. Dachte halt, für die Leute, die Naruto halt gesehen haben, wissen Bescheid. Für die, die nicht Naruto gesehen haben, schämt euch. Schämt euch. Nein. War nur Spaß. Jedenfalls wollte ich hier so einen Drache, so ein Drachenmodell platzieren, so hier. So ein Drachenmodell, das hier hat einen Blockgrafik, ne? Das heißt, ich kann es halt nicht so einen Block setzen und sagen, das ist ein Drache. Ja, das würde mir ja keiner glauben. Deshalb muss das ein bisschen größer sein, damit es auch die richtigen Rundungen und so hat. Dann dachte ich mir, ich mache hier so ein Drachenmodell und hier ein Drachenmodell, die sich halt gegenseitig angucken. Also dann so als Eingang, ne, in dieses Dorf. So ein Drachendorf sozusagen. Und da hinten machen wollte ich dann so einen Riesendrachen machen. Das muss ich dann Kreativmodus machen, weil also, das wird so viel Arbeit. Also, ne, mit wenn wir da so hochbauen müssen und so. Allein das Dach zu bauen war sehr, sehr nervig mit dem Erdgerüst und so. Deshalb muss ich das im Kreativmodus machen, wenn ich das baue. Ja. So, ich wollte Schilder holen. Und ich dachte mir, ich mache einen weißen Drachen und einen schwarzen Drachen, ne? Für weißen Drachen haben wir Granit und Stein. Und für den schwarzen Drachen muss ich mir halt was einfallen lassen. Da benutze ich vielleicht Wolle oder Obsidian. Obsidian wird nervig sein zu farmen. Aber Wolle, ja. Wir haben nur weiße Wolle. Gut. Wegen, ich dachte mir, weil die Granitstücke und so sind ja verpixelt, ne? Das könnten ja so Schuppen sein. So dachte, also, deshalb benutze ich keine weiße Wolle, sondern halt. Ich meine Diorit. Ne? Also Diorit, nicht Granit. Granit ist ja grau. Schilder. An Holz. 36 Holz. Sticks, haben Sticks, 8 Sticks. Ja, ich könnte mir ein paar Dinger craften. Schilder. Ja, 16. Ne, 12. Ne. 6 mal 3 sind 18. So, dann wollen wir mal. Wie soll ich denn dieses Dorf nennen? Ich würde mal hier so ein Schild platzieren. Auf der 8 und 9. Dann hier, zack. Drachenfarm oder ne, Drachenvillage, Drachendorf, Drachenstadt ist es ja nicht. Nochmal Drachen. Wie lage? Dann nice, auch so angeschrägt. Dann, wenn man hierher kommt, Drachenvillage. So, dann hier noch ein. Wie habe ich das hier gemacht? Ah, okay, auf dem Boden. So, dann kommt hier Kufa. Dann. So, dann was wir hier machen. Hier mache ich vielleicht Schaf und Schwein. Oder? Weiß ich nicht. Oder nur ein Tier, vielleicht nur Schaf oder nur Schwein. Aber dieser Stall ist relativ groß im Gegensatz zu dem hier.
Oder ich mache hier so ein Feld. Anfangs wollte ich hier so ein Feld machen. Aber da sind die Tiere hier einsam. Dann mache ich hier doch vielleicht... Ich weiß nicht, ob das groß genug ist. Wenn ich das zwei teile, weiß ich nicht, ob das groß genug ist. Da hinten kommen ja Häuser. Weißt du was, ich teile es erstmal zwei. Wenn der Platz nicht reicht, dann mache ich diese Teilung weg, mache nur einen Farben draus und ziehe die anderen Tiere dann um. Ich glaube, so mache ich das. So. Wenn wir die Tiere hier umziehen wollen, können wir das nicht nachts machen und wir brauchen ein Gate. Das heißt, ich crafte mir erstmal ein Gate. Fälle dann ein paar Bäume. Weil wir brauchen ja Holz, um Dingens zu bauen, um Häuser zu bauen. Okay, nee, das sollte ich nicht. So. Nein, komm. Komm, komm zu mir. So. Dann Schilder, Holz. Haben wir nicht. Blöd. Gut, dann müssen wir Holz farmen jetzt. Während ich farme, kann ich ja über ein Thema schon mal anfangen zu reden. Dann rede ich mal auch einfach mal so über Fairy Tale, ne? Für die Leute, die halt Fairy Tale nicht kennen, Achtung Spoiler. Ich kann halt sagen, das ist ein ganz gutes Anime, also. Kann man sich angucken, hat auch nicht so viele Folgen wie One Piece oder Naruto. Momentan. Also die Manga-Reihe von Fairy Tail ist zu Ende, also so viele Folgen kommen auch nicht mehr, glaube ich. Was hatten wir gerade? 300. Ja. 300. Und. Ja. Ich glaube, ich mache hier nur kleine Bäume ungefähr die Größe. Ich habe außerdem einen Baum abgemacht, aber. Ist halb zu wild. Das ist mir ein bisschen hier zu dicht. So. Sind Monster an? Options, Difficulty Hard. Yep. So. Ja, Fairy Tail, ein ganz gutes Manga und Serie, Anime-Serie. Ich wollte halt nicht über das reden, was da momentan geschieht. Vielleicht auch, wenn mir nichts mehr zum Reden einfällt. Aber ich wollte hauptsächlich über das reden, was man hätte machen können. Ne? Wegen Fairy Tail ist ja eine Serie mit viel Potenzial. Die Mitte und noch ein Zombie da. Wie viel Health habe ich denn? Ungefähr die Hälfte und ich muss was essen. Da bekommen wir eine Hose. Eine Zombie-Hose. Ich hoffe, er hat eine Unterhose an, sonst ist es ein bisschen eklig. Ja. So, du bist der Nächste.